Hi, ich bin's, wir, die Marie. Wir sind hier im Kurfürstlichen Schloss in Koblenz auf der Championnat du Chocolat. Letztes Jahr haben wir schon ganz tolle Sachen hier gesehen, ganz tolle Künstler mit super coolen Schaustücken. Und jetzt schauen wir mal, ob wir das dieses Jahr noch toppen können. Kommt mit. Ich habe hier jetzt gerade den Achim getroffen. Du bist ja Hauptorganisator der ganzen Geschichte hier. Erzähl mal, was genau ist die Championnat du Chocolat? Ja, Championnat du Chocolat ist eine Schokoladenveranstaltung, wirklich rund um Schokolade mit Ausstellern aus ganz Europa. Und mit Wettbewerbsteilnehmern in unseren Wettbewerben, eben im Meister-, Gesell- und Lehrlingsbereich. Und gibt es was, worauf du besonders stolz bist? Also ich glaube, stolz bin ich auf die ganze Veranstaltung, weil die Veranstaltung eben von den eben genannten auch lebt. Aber wenn man das Niveau im diesjährigen Artistikbereich sieht, mit diesen tollen Schaustücken, wirklich filigran arbeiten, glaube ich, ist schon wirklich unser kleines Highlight hier, absolut. Und wir sehen ja auch, es ist super voll, es ist sehr, sehr gut besucht. Ja, also die Resonanz, man hat natürlich das letzte Jahr so ein bisschen als Maßstab, ist wirklich sehr stark. Momentan ist es brummenvoll und da sind wir auch sehr stolz drauf. Und ja, ich denke, die Teilnehmer, die Besucher, sich hier auch wirklich ein bisschen was mitnehmen, ja, an Impressionen und auch an Ideen, an Geschmacksvielfalt, eben auch für zu Hause. Dann gehen wir jetzt mal weiter zu den Schaustücken und gucken, was die Meister da Schönes gebaut haben. Die Championnat du Chocolat ist nicht nur national, sondern sogar international vertreten. Ich habe jetzt hier zwei ganz tolle Leute aus Wien und aus Frankreich. Wie war bei dir denn zum Beispiel die Anreise und wie bist du auf die ganze Aktion hier aufmerksam geworden? Aufmerksam geworden bin ich durch Social Media, durch Instagram, weil ich die Vorjahressiegerin quasi dort gestalkt habe und geschaut habe, was die so gemacht hat. Und ich war so fasziniert, dass ich gesagt habe, da muss ich hin. Zur Anfahrt. Ja, das war eine kleine Herausforderung, aber wir haben alles auf Styropor fixiert. Es hat alles tipptopp funktioniert. Das einzige Problem, wo wir dann da waren, war, dass die Bühne ein bisschen schwankt und dass da das eine oder andere Teil dann abgebrochen ist und nicht so seinen Platz gefunden hat, den es eigentlich finden hätte sollen. Ich drücke euch die Daumen. Gleich ist ja die Siegerehrung und dann schauen wir mal, wie es für euch gelaufen ist. Danke. Danke. Ich bin jetzt hier bei der Firma Dedi und neben mir steht Ole Dedi. Er ist in der vierten Generation in dem familiengeführten Unternehmen. Und was genau macht ihr hier heute? Heute stellen wir unsere kleinste Maschine vor, die 120er mit 12 cm Bandbreite. Die ist so für kleinere bis Hausbetrieb geeignet. Ja, eigentlich, wir gehen bis 42 cm Bandbreite, das ist so die kleinste Reihe und wir versuchen heute die normale Masse so ein bisschen dafür zu besänftigen, dass wenn man jetzt zum Konditor geht, die Praline auch mal 2 Euro kosten kann, weil man sieht halt hier, wie, wenn man es gleich mal zeigt, dass es noch teilweise richtig Handarbeit ist. Mhm. Und macht dir das Spaß, hier heute zu sein? Total. Ja, möchtest du uns dann einfach mal zeigen, wie die Maschine funktioniert? Ja, klar. Ich bin jetzt hier bei der Konditorei Baumann, bei der Doris und sie hat hier ganz tolle selbstgemachte Pralinen und ich habe gehört, auch eine 3D-Schokolade, was ganz Neues. Ganz genau. Wir haben uns also überlegt, dass wir hier eine Schokolade personalisieren. Wir haben das jetzt einfach mal für unsere schöne Stadt hier in Koblenz gemacht. Da wurden eben die Daten an einen Drucker der Handwerkskammer geschickt und der wiederum lasert uns eine Plexiglasscheibe und wir gießen daraus eine Schokoladenform. Wir sind ja jetzt hier im Schloss. Genau. Ihr seid ja jetzt auch schon mehrfach da gewesen. Kann man sagen, dass es jetzt ein fester Bestandteil ist hier? Ja, also wir sind total gerne hier. Wir finden es wichtig für unser Handwerk. Wir können mal zeigen, was wir alles drauf haben. Die jungen Leute machen ganz tolle Schaustücke. Hier gibt es auch von unserer Seite aus extra Sonderangebote, dass wirklich jeder mal probieren kann. Dass er auch mal in den Genuss kommt, die feinen Pralinen zu probieren. Darf ich auch in den Genuss kommen? Ja, magst du gerne.
Dankeschön. Rumtrüffelchen. Gerne, bitte. Dann lasse ich es mir schmecken und wir gehen weiter. Das ist der Präsident der Handwerkskammer Koblenz. Das ist Herr Hellrich, der Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer. Wie ist Ihr persönliches Fazit zu der Veranstaltung? Mein persönliches Fazit ist sehr positiv, weil wir wieder sehen, wie viele Besucher uns auch dieses Jahr zu unserer Ausstellung besuchen. Und ist natürlich ein guter Gradmesser, wie zufrieden die Leute im letzten Jahr waren. Beim ersten Mal ist so ein bisschen Angst, wer kommt überhaupt, wie kommt man bei den Leuten an. Aber ist für uns ein tolles Zeichen, wie gut es letztes Jahr war. Und dieses Jahr ist wieder so eine hohe Qualität, auch bei den jungen Konditorinnen und Konditoren. Für uns eine tolle Werbeveranstaltung, für einen ganz klasse Beruf, für junge Leute zu zeigen, was Handwerk kann. Also durchaus ein Erfolg im Ganzen. Und wie ist Ihr Fazit oder was fanden Sie persönlich ganz wichtig hier heute? Wichtig ist den Ausstellern vor allem die Zufriedenheit. Und die sind sehr zufrieden, weil sie sagen, sie haben ein gutes Publikum hier in Koblenz. Und ich glaube, das verdient auch mal ein Lob an das Publikum in Koblenz. Und die Wertschätzung für dieses Handwerk rührt auch aus einer besonderen Gestaltungsfähigkeit dieses Handwerks, aus einer Kunst für dieses Handwerk. Und ich glaube, das ist allermaßen für alle Menschen, die hier waren, auch sehr zufriedenstellend. Ich glaube, das war eine rundum gelungene Veranstaltung und ich bedanke mich bei Ihnen. Danke sehr. Das war die Championnat de Chocolat. Wir haben super leckere Schokolade essen dürfen, ganz, ganz tolle Schaustücke gesehen. Die Meister haben sich wirklich übertroffen, die Auszubildenden genauso. Ich finde, es wird jedes Jahr besser. Falls ihr das verpasst haben solltet, kommt nächstes Jahr wieder mit. Bis dann. Tschüss.